Eine der Herausforderungen war, dass ich das Team mit sehr altgedienten Mitarbeitern übernommen habe. Hier gab es natürlich von dieser Seite Sorgen und Ängste, alles was mit Veränderungen und neuen innovativen Ansätzen zu tun hat. Aber mit Mitarbeitergesprächen, mit gegenseitigen Abklären der Positionen haben wir das gut geschafft. Ich arbeite direkt am Kunden. Ich muss viel zuhören, den ganzen Tag zuhören, und es passiert schon, dass ich dann abends nach Hause komme und meine Tochter erzählt mir eine Geschichte aus der Schule zu Ende und ich muss sie dann bitten, bitte nochmals von vorne anzufangen, weil der Tag einfach sehr anstrengend war in der Arbeit. Ich muss doch immer sehr am Laufenden sein, immer up to date sein und auch mich sehr auf meine Kunden eingehen. Und dadurch, dass das kostet Kraft, und diese Kraft dann auch noch zu Hause weiterzuführen und für meine Familie da zu sein, ich glaube, dass es sehr schwierig ist und dass man das nur mit der Zeit lernen kann, damit umzugehen. Also auf jeden Fall, was Hindernisse waren allgemein in meiner ganzen beruflichen Karriere, war ja, dass man sich als junger Mensch erst einmal auch durchkämpft, ja, und sich beweist, dass man genauso kompetent sein kann wie jemand, wie ein älterer Kollege vielleicht, dass man auch mit Kunden, dass die Kunden auch Vertrauen auch zu einer jüngeren Person haben. Mutig sein. Und darauf zu vertrauen, dass man auch an den Herausforderungen wächst. Dass man nicht immer gleich alles 150% kann und schafft, aber man wächst mit den Herausforderungen und es steckt ja unglaublich viel Potenzial in einem, das man vielleicht manchmal gar nicht weiß. Ich glaube, dass es an einem selber liegt, ob man Chancen wahrnehmen will oder nicht. Zum einen muss natürlich die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, das liegt am Unternehmen, aber dann natürlich auch an einem selbst, inwieweit man mutig ist und sich weiterentwickeln will und die Chancen wahrnehmen möchte. Es ist auch sehr wichtig, eine Person zu haben, bei mir war das meine Führungskraft, die du unterstützt und den Weg zeigt für die weiteren Karriereschritte. Also das ist sehr wichtig, dass man da jemanden als Unterstützung hat.